Eine Gem Select. Da ist sie. Wunderbar. Genau so muss das. So. Und da ist sie wieder. Ja, ich mag auch dieses Studio eigentlich nicht, aber passt. ESG gegen Attempting to Reconnect. Zweites Game. Und es läuft. Meine Freunde, es läuft. Das ist schön. Wir sehen auch die ersten Bands. Und ähnlich wie in der wie bei den Worlds haben wir immer noch den Kalista-Band. Die ist einfach noch viel zu stark im Early Game. Wir haben Jarvan und Galio, die rausgenommen werden, die gerade in der Combo ziemlich stark sind, aber auch so immer für einen guten Engage sorgen, gleichzeitig viel CC mitbringen, einzelne Ziele gut fokussieren können. Und dann hat man sich hier viel auf AD-Carries beschränkt. Xayah, Tristana ist in Ordnung. Man muss aber sagen, Caitlyn ist deutlich stärker und deutlich beliebter inzwischen, als es noch vor ein paar Wochen der Fall war. Oder ja, letzte Woche eigentlich. Ja, man hat gemerkt, Caitlyn hat halt immer noch eine super starke Lane-Dominanz, gerade wenn sie sowas wie eine Lulu oder eine Jenna dazu bekommt. Deswegen ja auch der Ashe-Pick, weil sie halt ähnlich ein bisschen Druck in der Lane mitbringt, sag ich mal, und da versuchen kann, gegenzuhalten. Aber Caitlyn ist hier ein richtig guter Pick. Teemo wird es wahrscheinlich nicht geben. Würde mich auf jeden Fall wundern. Nah kann ich zu 100% nachvollziehen. Nah ist auch extrem stark. Und ist natürlich immer eine gute Möglichkeit fürs Team zu engagen. Ja, gerade der CC, den du mit ihm hast, ist halt richtig gut. Dann hast du genügend Tankiness. Er ist in der Lane dominant, kann Split pushen im Notfall. Also bisher alles gute Picks auf beiden Seiten. Sejuani ist auch nicht schlecht. Ist eigentlich von den Junglern, der bleibt noch der Beste, wenn du auf der Top-Lane oder in der Mitte ein Melee-Matchup hast. Weil du brauchst mit Sejuani zusammen eigentlich jemanden, der Melee ist, um die Passive schneller auf die Gegner zu bringen. Und dadurch halt einen Gank schneller durchzubringen. Deswegen wäre es halt cool, wir haben es auf den Worlds gesehen, zum Beispiel Twitch, der dazu gepickt wurde. Wäre eine Möglichkeit, Twitch sage ich schon, Fizz, sorry. Ich muss nebenbei immer noch ein paar Sachen einstellen. So. Und wir sehen Ezreal bei ESG. Interessant, ist natürlich einer der aggressivsten Jungler, den du momentan haben kannst. Erfüllt nicht die gleichen Rollen wie Sechu, sondern so einfach nur gucken, dass dein Team früh nach vorne kommt, dass du mit dem Red Buff möglichst, also Level 3, ja, ganz schöner, schneller Clear, auf die Mitte kommst, Slow ausnutzen, Qs nutzen und dass du dadurch halt zu einem frühen Kill kommst. Mal gucken, ob es funktioniert. Das Problem bei Ezreal in der Solo-Q ist ja normalerweise, dass wenn er einmal nach hinten fällt, er nicht mehr zurückkommt. Hier ist es was anderes. Hier kann man ein bisschen drauf verzichten, auf die Early-Game-Kills, auch wenn es natürlich besser ist, mit ihm zu snowballen. Könntest du bei ESG 1 und bei Attempting to Reconnect 0 hinschreiben? Das kann ich machen, wenn wir in-game sind. Weil hier haben wir noch kein Overlay dafür. In-game wird es aber dastehen, keine Sorge. Ah, die Mucke ist, glaube ich, auch not bad. Und wir sehen jetzt noch die weiteren Bands. Das ist Shen für die Top-Lane, der halt super gut für einen Carry wäre. Gerade für Caitlyn, du kannst ab Level 6 ultra viel machen. Dann Sho'gath, der halt momentan so ziemlich der stärkste Top-Laner ist, den du haben kannst. Vor allen Dingen, was Tankiness angeht. Lane-Dominanz ist bei ihm nicht so der Fall. Auch gegen Nah vor allen Dingen. Aber du bist halt unfassbar tanky und hast trotzdem ab Level 6 mit ihm immer eine große Bedrohung gegen den gegnerischen Top-Laner. Dann haben wir noch Ryze und Kassadin für die Mitte. Ja, kann man machen in der Comp. Vor allen Dingen, wenn man hier LeBlanc nehmen möchte. Denn Kassadin und Ryze, also Ryze ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Counter gegen LeBlanc. Wurde gerade, wo er so ein bisschen mehr in der Meta war, noch oft gespielt. Und beide outscalen natürlich eine LeBlanc. LeBlanc braucht die Kills, sie muss snowballen, sie muss schnell nach vorne kommen. Ansonsten ist so ein Kassadin deutlich besser. Oh, Vladimir. Wait. Vladimir Toplane. Wann habe ich das denn das letzte Mal gesehen? Ist ja schon ewig hier. Aber ein starker Pick. Man hat jetzt sehr viel Magic Damage bei Attempting to Reconnect. Das könnte später noch ein Problem werden. Das Scaling von Vladimir ist aber richtig gut. Und auch ihn im Teamfight zu besiegen wird schwer, weil die Gegner bisher zu einem großen Teil squishy sind. Bis auf Nah, wenn man jetzt noch im Jungle... Okay, nee, was wird das? Ich wollte gerade sagen, Nunu? Wo wollt ihr den hinpacken? Orianna ist gut. Orianna ist eine gute Möglichkeit, hier in der Mitte noch
einen starken Pick zu bekommen, gerade auch in der Teamcom. Du kannst den Ball mit ihr sehr gut in die Gegner tragen, sei es mit Ezreal, obwohl er eigentlich nicht rein blinken will. Oder mit Gnar vor allen Dingen, wenn der eine Ult trifft und dann die Shockwave hinterher kommt, na dann rest in Pepperonis. Aber auch Squishy. Mal gucken, was passieren wird in diesem Game. Ich bin echt gespannt. Ich würde es... Ah, es ist schwer. Ich finde die Teamkampf von ESG ein bisschen runder. Einfach weil du ausgeglicheneren Schaden hast, was die Verteilung angeht. Du hast trotzdem Tankiness. Du hast vor allen Dingen super gutes Late-Game-Scaling mit Orianna. Noch nah, kommt da gut zur Geltung. Attempting to reconnect müsste halt versuchen, auf der Botlane schnell zu pushen. Was schwer werden könnte gegen Karma Ashe, weil Karma Ashe eine der lane-dominantesten, push-kräftigsten Lanes ist, die du auf der Botlane hast. Und im Late Game haben wir halt immer noch Vladimir. Ich bin gespannt. Ich würde es wahrscheinlich ESG geben von der Comp, aber wir gucken, was passiert. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf mich, weil ich muss jetzt gleich gucken, dass wenn wir in-game sind, wir 3 Minuten Delay abwarten. Einfach damit es keinen unfairen Vorteil für eins der Teams gibt. Die können sonst einfach den Stream gucken und sehen, was die Gegner machen. So. Wow. Riot. Riot, please. Kennt ihr das, wenn Riot sich sagt, hey, Bugsplat, Leute, das ist doch eine gute Idee. Aber keine Sorge, wir können auf Reconnect klicken. Mein Tag ist gerettet. Was ist das heute? Oh Mann, ey, ich dachte schon, es ist RIP. Ich dachte schon, mein Leben ist vorbei. I'm gonna end my life. Aber ich habe eine zweite Chance bekommen. So, die Mucke lasse ich noch ein bisschen weiterlaufen. Ganz entspannt nebenbei, ganz leise im Hintergrund. Bei Bugsplat immer neuen PC kaufen. Sehe ich auch so. Ich werde erstmal ganz kurz das Spiel pausieren. 3 Minuten Delay müssen wir abwarten und dann starten wir. Und dann geht's los. So lange können wir ein bisschen schnacken. Normalerweise würde ich jetzt Pause machen. Aber da wir heute schon genug Pause hatten, habe ich gehört, labere ich einfach noch ein bisschen mit euch. Ist Maxim morgen am Start? Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ich würde es natürlich hoffen, klar. Aber ich wage es zu bezweifeln. Also er hat halt vom Arzt direkt erstmal Redeverbot bekommen. Und auch Anfassverbot, damit er uns nicht ansteckt, weil was er hat anscheinend ziemlich ansteckend ist. Antibiotika ist ja da immer so ein Zeichen für. Aber ansonsten sollte er hoffentlich bei Misfits wieder ready sein. Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Das wichtigste Game für ihn. Da hat er sich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Zwecks Cast-Highlight. So, das würde auch alles stimmen, logischerweise. Das ist schon mal sehr cool. Dann soll er sich erstmal holen, sehe ich auch so. Ihr könnt gerne nochmal Herzchen für Maxim in den Chat hauen. So. Und vielleicht eine gute Besserung. Da würde er sich auf jeden Fall drüber freuen. Vorhin hat er nämlich noch den Stream-Chat ein bisschen zugeguckt. Also insofern, Maxim bekommt das mit. Ansonsten richte ich ihm das natürlich sehr gerne aus. Danke, TechSpeed Mumu. Sowas hilft halt echt, über so einen Tag rüberzukommen. Ich bin halt nervlich ziemlich fertig. Aber naja. So. Ich muss auch noch gucken, dass ich hier die Musik einmal ready habe. Weil wir haben gleich Ingame-Sound, dann kann ich die Musik natürlich ausmachen. Obwohl die schon ziemlich episch ist. Ne? Ich finde auch gerade diese Musik, die wir momentan für die Worlds haben, extrem cool. Gute Besserung, gute Besserung. So ist es richtig. Ne? Es ist genauso wie Lachen ist die beste Medizin. Man muss halt dran glauben und dann hilft's. Teilweise. Ja, man wird jetzt keinen Krebs mit Lachen heilen. Aber es hilft. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und Maxim, wenn der das liest, dann wird er auch besser werden. Meinst du, SKT gewinnt das Halbfinale? SKT muss erstmal ins Halbfinale. Komm, die müssen erstmal Misfits vorbei. Das wird schon eine schwierige Aufgabe werden. So, das passt. Sound habe ich jetzt erstmal ein bisschen, ne, Musik aus. Wir gehen jetzt gleich in-game. So, wunderbar. Ich drücke auf Play. Und dann startet das Game. Ist es nicht schön,
Wir sehen League of Legends in-game. Ich mache den In-game-Sound noch einen Tick lauter. Ihr könnt mir gleich sagen, ob es für euch gut ist oder zu laut oder zu leise ist. Und dann starten wir ins Spiel. ESG gegen Attempting to Reconnect. Und ich bin echt gespannt, weil wir haben jetzt zwei interessante Team-Comps, die von Attempting to Reconnect ist ein bisschen ungewöhnlicher. Vor allem Vladimir Top-Lane sieht man nicht alle Tage. Mid-Lane immer noch sehr stark. Aber Top-Lane würde halt am Anfang schon seine Probleme gegen Nah bekommen. Und gerade durch diesen Pick hast du halt extrem viel magischen Schaden auf Seiten von Attempting to Reconnect. Das wird sehr schwer werden, da im Late-Game klarzukommen. Mehr magischer Schaden ist meist noch besser als mehr Attack-Damage, also mehr AD, weil du von Natur aus weniger Magieresistenz dazu bekommst als Rüstung. Aber trotzdem haben die Gegner hier halt die Möglichkeit, sich mit Magic Resistance gegen jeden Gegner so ein bisschen zu wappnen. Außer Caitlyn natürlich, klar, einen AD Carry brauchst du immer, vor allem wenn es ums Pushen geht. Und wir sehen schon, Nah wird auch in der Lane hier immer den Range-Vorteil haben. Also ich bin da echt gespannt, warum man sich für Vladimir entschieden hat. Vor allem, weil Scarface natürlich als aggressiverer, okay, Top-Laner sich etabliert hat. Und Desrim ist doch ein bisschen AFK, kann man mal machen. Erinnert an Solo-Queue, jetzt kommt schon Ignite. Oh, und die Queue hinterher und damit First Blood für Don Arts. Das war wahrscheinlich nicht geplant. Vielleicht gab es da ja auch einen Bugsplit, man weiß es nicht. Und Kirito, der kriegt ja auch schon wieder Probleme. Flash ist draußen damit, der nächste Kill hier für Scarface. Und mein Gott, freue ich mich gerade, dass wir in diesem Spiel zugucken können. Und nicht irgendwelche Probleme haben. Was mich gerade nur wundert, Leute, ist, warum haben wir unten 4 Minuten 10 immer noch stehen? Wahrscheinlich wurde das Spiel einmal kurz pausiert, aber wir sehen gleich einfach, was Phase ist. Kirito hier auch auf der Top-Lane wieder Probleme, da nutzt man gleich die Dominanz von Lamabeer von Ezreal aus. Und genauso läuft das halt mit Ezreal. Du willst früh ganken, eigentlich mit Red Buff, weil du da den Slaws nutzen kannst und richtig oft einen Kill bekommst. Hier hat man sich noch früher dafür entschieden, einfach um Vladimir wieder aus der Lane zu hauen, ihm keinen Farm zu geben, ihn halt komplett zu delayen und das funktioniert einwandfrei. Ezreal könnte jetzt zum Red Buff gehen, den machen und danach wieder Top-Lane gehen. Oder er macht halt noch ein Camp zwischendrin. Einfach um die ganze Zeit diesen Druck auszunutzen. Aber er entscheidet sich dagegen und geht erstmal Richtung Blue Buff. Er hat auch noch nicht viele Buffs bekommen, wenn man ehrlich ist. Beziehungsweise nicht viele Camps geklärt. Da hängt er noch ein kleines bisschen hinterher. Boah, das war ein schneller Start. Bin ich nicht gewöhnt tatsächlich. Ich habe in letzter Zeit nur Worlds gecastet. Und da läuft das Ganze ja ein bisschen anders. Für die Leute, die momentan Worlds gucken, es ist ja immer entspannter. Man schnuppert sich so ein bisschen und hält sich normalerweise zurück, außer man heißt Gigabyte Marines. Die schießen immer komplett rein. Ingame ticken lauter, kann ich auch machen, Leute. Ist doch kein Problem. Und es sieht so aus, als würden wir gleich ganz kurz Ingame pausieren müssen, um wieder 3 Minuten hinterher zu sein, weil es gab eine Ingame-Pause. Guck gleich mal ganz kurz, bei 4 Minuten ungefähr, ob es da eine Pause geben würde oder nicht. Wir werden es sehen. Botlane. Ja, normalerweise ist Caitlyn jetzt hier so ein bisschen zurückgekommen, weil man doch gemerkt hat, sie hat gegenüber diesen Late-Game-Carries halt eine unfassbare Lane-Dominanz. Weil, angenommen, du hast sowas wie Kog'Ma oder Twitch, die halt in der Laning-Phase immer so ein bisschen Probleme haben, dann kannst du mit Caitlyn durch ihre Auto-Attack-Range richtig gut traden, den Gegnern hart zusetzen und auch durch die Traps natürlich die Lane einschränken. Enger machen, besser poken. Das funktioniert hier gerade nicht, weil du hast Ashe, Karma im Gegnerteam. Die stärkste Botlane, die du momentan haben kannst. Karma immer noch sehr gut, weil Arden Sensor halt möglich ist. Okay, und da wird wahrscheinlich gleich die Pause kommen, wenn Summoner disconnected. Ich mach mal ganz kurz selbst die Pause, weil wir die wahrscheinlich so gerade nicht sehen. Ist ja kein Clean Feed, logischerweise. Ich warte jetzt wieder, bis wir 3 Minuten Delay haben. Ist nur eine Minute, keine Sorge. Ja, wir müssen dieses Delay aufrechterhalten für die Leute, die sich jetzt fragen, warum. Wir brauchen 3 Minuten Delay, damit die Leute nicht in unserem Stream gucken können, was die Gegner machen. Aber um jetzt mal so ein bisschen auf den Spielstand zu sprechen zu kommen, guckt einfach mal auf den Farm. Wir haben ja auf der Top-Lane schon 10 Farm-Unterschied, Mitte ist man auch ganz gut dabei und Bot-Lane 20 Farm. Unter anderem natürlich, weil du so viel übers First Blood machen konntest. Caitlyn ist halt behind gefallen, hat halt die Summoners komplett draußen, dadurch kannst du mehr Druck aufbauen. Ashe Karma ist so oder so stark. Top Lane ist der Nahpick auch stärker als Vladimir. Nicht nur, dass du hier in den Matchups Probleme hast, außer in der Mitte,
Botlane kannst du das Matchup nicht so ausspielen, wie du es gerne hättest, hast du halt schon das Problem, dass du hier halt am Anfang ein paar kleine Positioning-Probleme hattest. Aber naja, kann passieren. Und ESG hat das natürlich extrem gut ausgenutzt. So, wir sind gleich wieder drin. So, weiter geht's. Für die Leute, die sich jetzt fragen, so, warum Ash countert doch nicht Kate oder irgendwas. Na, so, Ash ist doch kein direkter Counter. Und Kate ist auch kein direkter Counter zu Ash. Ash ist halt ein AD-Carry, der schon immer sehr viel Lane-Präsenz mitgebracht hat und Dominanz mitgebracht hat, weil du durch den Volley immer richtig gut farmen konntest, pushen konntest, gleichzeitig den Gegner damagen konntest. Du hast halt viele Aufgaben gleichzeitig erledigt und hattest einen unfassbaren Speed. Und Karma bringt halt auch von den AD-Carry, von den Supportern, die momentan viable sind, die meiste Aggressivität mit. Man könnte auch sagen, wir picken Bart zum Beispiel, ist ja auch sehr Lane-aggressiv, aber Karma hat halt immer noch die Möglichkeit, Arden Sensor zu bilden und damit relevant zu bleiben. Jetzt gerade ist Ezreal auf der Botlane. Tower Dive mit ihm ist natürlich nicht so leicht wie mit einem Tanky-Jungler, aber er bringt Damage mit. Und da sehen wir auf jeden Fall, was die Botlane von ESG hat, und zwar Schaden und Poke. Aber Caitlyn macht das gerade sehr gut, was das Traden angeht. Dadurch wäre Cookie gerade fast down gewesen. Ah, knapp gewesen. Er hätte aber noch Heal gehabt, also man ist da ganz ruhig geblieben, hat die Summoner nicht gewastet, hat einfach nur die Gegner zurücktreiben wollen, um noch mehr Druck aufzubauen. Bisher funktioniert das echt gut. Ja, Mitte willst du natürlich auch mit LeBlanc nach vorne kommen, aber Orianna hat eine gute Early-Phase. Sie scaled natürlich auch extrem gut ins Late. Aber sie kann hier versuchen, auf Distanz von LeBlanc zu bleiben, sodass sie normalerweise ranspringen muss, zumindest einmal, um ihre Fähigkeiten, ihre Combo zu treffen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, mit Ori den Ball zurückzusetzen, mit den Auto-Attacks so ein bisschen Schaden durchzubringen. Und wenn du ab Level 6 deine Ult hast, dann kannst du die Gegner auch gut punishen mit der Shockwave. Jetzt aber erstmal der Gank in der Mitte. Und da flasht man direkt hinterher. Da ist die Shockwave. Verschafft ihm sogar ein bisschen Zeit. Ignite ist drauf. Man könnte vielleicht noch hinterherkommen. Jetzt hat aber Jester erstmal Probleme. Und Lama überholt sich hier den nächsten Kill. Mit Ezreal, genau so soll es mit dem laufen. Du möchtest schnell nach vorne kommen und snowballen, und das machst du am besten, indem du Leute killst. Ja, Kills bringen immer schön Bonusgold. LeBlanc will normalerweise auch früh nach vorne kommen, schafft sie hier so nicht. Sie liegt farmmäßig hinten, hat nochmal einen Assist praktisch auf Ori, was auch noch ein kleines bisschen Gold bringt. Und dadurch verzögert sich ihr erstes Item doch schon ziemlich. Hextech Gunblade ist halt nicht das billigste Item. Und wir haben Donards auf der Top-Lane. Es wird ein Tower-Dive hier, mehr oder weniger, dass der CC geht und muss flashen. Agent ist aber da. Und dadurch kann man hier nochmal zumindest sich in Sicherheit bringen. Der Turm wird aber nicht lange standhalten. Interessant, dass man gesagt hat, wir setzen den Support jetzt gleich mit nach oben. Das ist eine gute Rotation hier an der Stelle, weil du eh mit Nah jetzt die Möglichkeit hast, noch aggressiver zu spielen. Vladimir braucht den Tower, um sich halt so ein bisschen zurückziehen zu können. Und nicht komplett outtraded zu werden. Das ist jetzt ein First Blood Tower Gold für Nah, der eh schon einen Kill bekommen hat. War nicht First Blood, was er gekriegt hat? Aber er liegt jetzt dadurch goldmäßig so weit vorne, dass Vladimir in den Trades gar keine Chance mehr haben sollte. Botlane Ash kann das halten. Man wird den Tower jetzt eigentlich nicht verlieren, wenn man es richtig spielt. Sie sollte auch bald Level 6 haben, gerade durch die Solo-Erfahrung. Dann kannst du einen Tower Dive mit der Ult verhindern. Also das spielt ESG ziemlich gut runter. Und wir sehen der Volley. Guter Wave Clear. Kriegt vielleicht nicht jeden Farben, aber man sorgt einfach dafür, dass der Tower nicht zu viel Schaden bekommt, bis Karma wieder da ist. In Mitte konnte man den Farmunterschied wieder ziemlich gut aufholen. Und hat sich Jester auf jeden Fall gemacht. Und jetzt Top Lane nah. In der Megaform. Ein Level Vorteil. Er war noch nicht Base, nachdem er das First Blood Tower Gold bekommen hat, sondern pusht einfach weiter. Und aufgrund seiner Auto-Attack-Range kommt er natürlich super gut klar gegen Vladimir. Auch die Passive natürlich mit den Auto-Attack-Stacks ist für ihn hier richtig angenehm und für Vladimir einfach richtig painful. Der kommt nicht an nah ran. Der kommt nicht nah ran, versteht er? Der schlechteste Wortwitz der Welt. Name Bay ist jetzt auch wieder in der Nähe.
du willst jetzt eigentlich nicht ganken, sondern du willst nur versuchen, zu Counter-Jungle-Camps wegzunehmen und damit den Gegner wieder so viel Gold wie möglich zu denyen, weil du liegst halt wirklich gut vorne und du brauchst dir nicht den Dive probieren. Ah, und wenn Na jetzt zurück in die Base kommt, dann Rest in Pepperoni. Ist fast doppelt so viel Farm. Botlane, schöner Sidestep, um dem Bind auszuweichen. Da kommt nochmal der Snare, die Ult direkt hinterher und das war's für Morgana. Nächster Kill für die Botlane von ESG. Cookie arbeitet sich jetzt auch so ein bisschen nach vorne. Farmunterschied kann man weiter ausbauen. Oh, das macht man momentan echt gut. Holy moly. Wir sehen auch die wunderbaren Vision Pings, die es inzwischen gibt. Werden genutzt. Entgegen aller Erwartungen. Und Botlane pusht jetzt natürlich auch weiter. Man versucht, die Minions so ein bisschen aufzuhalten, dass die eigenen Vasallen nicht angeschlagen werden und man länger den Turm pushen kann. Aber der Turm bleibt da und dadurch kann man hier halt nicht genügend Schaden machen. Jetzt kommt sogar ein Teleport von Vladimir und Le Bon. Beide gleichzeitig. Die Frage ist, ob man das richtig einschätzen kann. Na, versucht mit runterzukommen. Bricht den Teleport clevererweise ab. Denn da wäre er einfach nur gestorben, wenn er ein dreimal gestanden hätte. Und man kommt trotzdem rechtzeitig raus. Noch ganz kurz den Goldunterschied mal angucken. Der da ist auf der Botlane beim AD Carry schon 1000 Gold. Toplane, ah, sagen wir mal 1500. Also es ist schon ordentlich, was man hier zusätzlich dazu bekommt. Midlane kannst du auch nicht so gut traden. Man entscheidet sich hier für eine sehr defensive Variante mit Mercury's First. Aber gegen LeBlanc ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, die du hast. Man hat sogar Clans mitgenommen. Weil wenn hier die Chain sitzt, dann ist das One-Shot-Potenzial von LeBlanc natürlich deutlich stärker, aber vor allen Dingen ist es halt sehr wahrscheinlich, dass Setsu dann ihre Combo raufbekommt. Und gerade wenn du einen CC-starken Laner gegen dich hast, plus CC-starken Jungler, ist Clans immer eine gute Entscheidung. Mercury's helfen dir gegen den Damage von LeBlanc, du wirst nicht mehr gewone-shottet. Ist zwar defensiver, aber du bist halt trotzdem immer noch effektiv mit Orianna. Finde ich tatsächlich einen Ticken besser, als mit sowas wie Banshees anzufangen. Mitte jetzt der Herald, den man einsetzt. Dadurch wird der Tower fallen. Man gibt dem Botlane Tier 1 Tower auf. Aber gegen den Mid-Tier 1 Tower ist das auf jeden Fall zu verkraften. Vor allen Dingen, wenn man jetzt in den Teamfight gehen würde. Da hätte man gerade mit Mega-Nah noch die besseren Chancen gehabt. Jetzt ist er wieder Mini. Jetzt kommt die Vladimir-Ult. Sogar die Ult von Setsu. Und das war's für den Jungler hier an der Stelle. Shockwave kommt nochmal durch. Aber es reicht nicht für Scarface. Und jetzt auf einmal ist Attempting to Reconnect wieder am Drücker. Die haben jetzt hier die Möglichkeit, mit dem 5 gegen 3 natürlich wesentlich mehr Druck auszuüben und die Gegner unter den Tower zurückzudrücken. Wenn man jetzt den Tier 1 Mid-Tower verliert, was nicht ganz so gut. Da ist man vielleicht ein bisschen overstayed. Wollte den Herald natürlich noch ausnutzen, aber nach dem Dash hätte man sich zurückziehen können. Jetzt sieht man schon, Attempting to Reconnect setzt dem Turm zu, aber der Schaden von ESG ist auch nicht schlecht, vor allem mit dem Tower-Shot, der hier gerade noch auf Deathrim geflogen ist. Da kommt der Ping zum Drachen. Ob man den wirklich durchbringen kann? Kann man, wenn man die Ashe töten kann. Die wird CC. Da geht Vladimir hinterher. Heal ist raus. Bind geht daneben. Und man kommt gerade so nochmal davon. Also man merkt schon so ein bisschen den Mangel an Schaden bei LeBlanc. Liegt nicht ganz so gut im Game, wie man es gerne hätte. Und auch Uri macht hier einen wirklich guten Job. Da kommt Ezreal nochmal. Wenn er ein bisschen früher da gewesen wäre, hätte man noch mehr Kill Pressure gehabt. Aber es ist alles andere als vorbei für Attempting to Reconnect. Wir haben eben die Vladimir-Ult gesehen und die wird später richtig viel Damage machen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten Charaktere bei ESG sind halt super squishy. Wenn Vladimir da irgendwie rankommt und gerade mit Setsu hast du eine der sichersten Eröffnungen überhaupt. Ja, wenn die Ult nicht trifft, gehst du einfach raus und brauchst nicht committen. Dann könnte es halt echt nochmal ziemlich schwer werden für ESG. Aber lassen wir uns überraschen. Caitlyn in diesem einen Fight gerade 2 Kills bekommen, bringt sie wieder ein bisschen zurück ins Spiel, wo sie farmmäßig noch 30 Farm hinten liegt. Kirito arbeitet sich auch so langsam Richtung erstes Item hoch. Wir sehen bei Nash und Black Cleaver, standardmäßig. Es wird später wahrscheinlich auch noch sowas wie ein Frozen Mallet geben, einfach weil es dir 1v1 hilft. Vladimir wird nicht an dich rankommen, du wirst noch ein bisschen tanky, du solltest da immer den 1v1 Pressure haben. Dann natürlich Mercury Boots, ein bisschen Magieresistenz ist hier nicht verkehrt. Und bei Vladimir wird sowas wie Protobelt werden.
Protobelt bietet halt Wladimir einfach die besten Ausgangsstats, sage ich mal. Du bekommst Leben, du bekommst Cooldown Reduction. Und natürlich die Möglichkeit, Distanz zu überbrücken. Das ist sehr wichtig. Das sollte man bei Wladimir nicht vergessen. Er hat ja normalerweise Probleme, an die Gegner so ein bisschen ranzukommen, weil er super langsam ist. Und so hast du halt die Möglichkeit hinzukommen, Slow einzusetzen. Und dann kriegst du die meisten Gegner sogar. Botlane pushen wir jetzt weiter. Den Turm könnte man sogar bekommen. Die nächste Wave ist relativ schnell da. Und man hat hier die Möglichkeit, runter zu rotieren. Oder halt zumindest die Gegner aufzuhalten, falls sie rotieren wollen. Man entscheidet sich aber mit Ashe erstmal die Vision im Jungle zu klären. Uri wird den Tower jetzt komplett alleine bekommen. Da ist Attempting to Reconnect nicht rechtzeitig da. Und das ist der nächste Turm auf der Botlane. Damit die komplette Tier-1-Tower-Reihe weg. Und weg ist hier auch die Caitlyn. Ashe Ulti zwar nur aus kürzester Distanz, damit kein zu langer CC, aber der Burst-Damage, den man hier einfach zur Verfügung hatte, im 3 gegen 1, ist halt einfach zu hoch für eine Caitlyn. Und da hat ein bisschen die Vision gefehlt, aber ESG spielt das gut runter. Sie versuchen gerade zu trappen und einfach den Goldunterschied, den man schon hat, und den Schaden auszunutzen. Jetzt pusht man Botlane zu viert. Attack Speed wird auch nochmal erhöht durch Ezreal, durch die W. Kannst du ja nicht nur dir selbst Attack Speed geben, sondern auch deinen Teammates. Jetzt aber schon wieder die Sedgehold, die hier vielleicht das Schicksal vom Jungler besiegelt. Und man kommt nicht mehr raus. Der Kill geht an Morgana, die sich den Kill mit dem Bein holt. Auch die Wladimir-Ult hat dafür gesorgt, dass Lamabey hier stirbt. Aber Botlane Tower nicht bekommen. Die Gegner mussten aber komplett runter rotieren. Und dadurch hat Nah jetzt die Möglichkeit, auf der Toplane zu pushen und sich da den Tier 2 umzuholen. Also man sieht schon, ESG liegt hier einfach goldmäßig vorne. Und man muss gucken, dass man bei Attempting to Reconnect irgendwie eine Überzahl ist, um richtige Chancen zu haben. Und das ist der nächste Tower. Es wird kein Power of Evil Orianna-Bild. Wir sehen keinen Ash of Truth, was halt das One-Shot-Potenzial, also den Burst-Damage, noch ein bisschen erhöht. Ich finde tatsächlich auch die Nashos-Variante besser oder wirklich nur gut, wenn du viele Tanks im Gegnerteam hast, wo du dir halt die Shockwave aufsparen musst und trotzdem versuchst, ein bisschen Damage zu machen, zu kiten etc. Sonst, gerade bei Squishy-Zielen, ist es halt schön, wenn du mit der Shockwave die Gegner komplett one-shotten kannst und sie natürlich dadurch auch mehr bedrohst. Das ist so ein wichtiger Faktor bei Orianna, den viele vergessen. Orianna ist halt nicht nur krass, weil du halt Wombo-Kombo-Potenzial hast, sondern auch, weil du die Möglichkeit hast, Gegner halt auf Distanz zu halten. Weil sie einfach wissen, die Shockwave ist noch da, ich muss weg von diesem Ball, damit ich nicht gewone-shotted wäre. Uri baut Morellus nur wegen der Mission. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mich auch frage. Riot, why? Und sie sagen halt, sie wollen mit den Missionen nicht trollen und dann gibt es Morellus. Was ist es? Infinity Edge und Randuins oder so. Sind gute Items und du kannst halt auch als Tank zum Beispiel Randuins so bauen, ist cool. Aber es gibt halt auch Leute, die sich dann einfach denken, hey, ich baue halt alles in einem Game. Wenn ihr die Quest aber outsmarten wollt, dann gewinnt einfach ein Spiel und in der letzten Sekunde, bevor ihr finisht, verkauft ihr eure Items und kauft euch die 3 und ihr habt die Mission sofort bestanden. Clever, oder? Und clever macht das bisher auch ESG. Die spielen das wirklich gut runter. Wir können ja nochmal ganz kurz auf den Goldunterschied gucken. Top Lane 2000 ungefähr. Man ist halt in den wichtigsten Positionen echt um die 2000 Gold vorne. Botlane hängt man so ein kleines bisschen hinterher. Aber liegt halt trotzdem immer noch vor den Gegnern. Also ESG hat hier insgesamt, wie wir oben schon sehen, einen 6000er Goldvorsprung. Das ist schon ordentlich. Und da kommt jetzt der Teleport hinter die Gegner. Das könnte interessant werden. Die Sedgehold sitzt schon wieder. Don Arz kann sich aber lange am Leben halten. Jetzt kommt Wladimir, will von der Seite reingehen, will die Gegner flanken. Muss sich dann aber selbst zurückziehen, weil der Rest von Attempting to Reconnect nicht folgen kann. Schöner Bling hier von Lamabey. Damit konnte man nochmal dodgen. Man will weiter in der offensiver Flash mit dem Volley von Ashe. Damit gibt es einen Kill. Und Scarface ist jetzt auch in der Mega-Nahform dabei. Und damit muss sich Attempting to Reconnect zurückziehen. Sie werden den Midlane Tower jetzt verlieren. Der Wave Clear ist, glaube ich, nicht mehr gut genug. Vor allem, weil Wladimir in die Base muss. Ach, keine Möglichkeit. Wladimir hat auch immer das Problem, dass sein Wave-Gear zwar an sich gut ist, er dafür aber immer in die Wave rein muss. Und das kannst du dir hier nicht erlauben. Nah ist da ein richtig starker Pick gegen. Und hier sitzt der nächste Tower für Scarface. 7 zu 3.
Den Red Buff gibt es jetzt auch nochmal oben drauf und den Drachen, den wird man auch bekommen. Ist nur ein Wolkendrache. Aber ist trotzdem hier eine gute Möglichkeit, sich weiter Vorteile zu sichern. Gerade wenn du ein bisschen versuchst zu splitten mit Nah. Wir haben eben gesehen, Scarface hat ein ganz Weilchen gebraucht, um dazu zu kommen. Mit so einem Wolkendrachen geht es ein Ticken schneller. Und wir sehen schon, bei Nah wird es wahrscheinlich als nächstes Frozen Mallet werden. Du wirst tanky, du hast den Slow, der jetzt super gut ist. Trinity Force ist jetzt auch bei Ezreal fertig. Im Jungle kannst du dir ja die Träne sparen und gehst dann einfach Trinity-Build. Hält dich halt aggressiv und macht dich gleichzeitig ein bisschen mobiler. Mitte sehen wir jetzt auch mehr Damage. Morellos ist fertig. Leandres Qual wird es als nächstes geben. Und LeBlanc hat gerade mal ihr Hextech Gunblade fertig. Natürlich auch die Boots, klar. Aber jetzt ist schon so ein bisschen die Zeit angebrochen, wo LeBlanc, wenn sie nicht vorne liegt, halt einfach nur noch abfällt und Probleme hat, einzelne Ziele rauszunehmen. So wie es normalerweise der Fall sein sollte. Da ist wieder ein Bind. Könnte für einen Catch reichen, wenn nicht der Rest des Teams da wäre. Wir sehen auf der Botlane schon wieder einen Split-Push von Scarface. Guter Wave-Clear hier durch den Proto-Belt. Wenn du deine Fähigkeit nicht mehr ready hast, kannst du natürlich auch dafür benutzen. Die Cooldowns sind jetzt nicht so lang, dass es sich nicht lohnen würde. Und es erkauft dir so ein bisschen Zeit, die du hier auf jeden Fall brauchst. Denn wenn man sich jetzt zurückzieht, um den Nah aufzuhalten, dann wird man versuchen, den Baron zu machen. Oder Lama Bear spielt hier aggressiv. Eschult kommt sogar noch durch, sorgt für einen Stun auf Setsu, aber man kann nicht hinterhergehen. Ist ein Ticken zu weit weg. Jetzt kommt Scarface noch von der Seite. Wird aber gespottet. Und dadurch ist man erstmal safe. Und schon wieder eine Trap, die man hier versucht aufzustellen. Das Problem für Attempting to Reconnect ist halt einfach gerade, dass man die Sicht braucht. Man muss sich jetzt entscheiden, will man die Botlane verteidigen oder will man halt den Baron verteidigen. Und selbst beim Baron könnte es schwer werden, weil hier ESG ziemlich gute Vision hat. Versucht jetzt sogar noch den gegnerischen Blue Buff zu nehmen. Smite hilft nicht, weil der Reset genau in der Sekunde kommt. Aber trotzdem hat man jetzt immer noch die Möglichkeit für den Baron. Der Blue Buff ging gerade an Orianna. Obwohl man so ein bisschen face-smited hat. Jetzt kann man auch die Vision aufdecken. Scarface immer noch auf der Botlane. Kirito muss wieder den Proto-Belt einsetzen. Und das ist so ein bisschen schade eigentlich gerade für Nah. Wenn er in der Mega-Nah-Form ist, kann er dem Tower keinen Schaden machen. Wenn er aber in der Mini-Form ist, kann er die ganze Zeit auto-attacken, ohne dass Vladimir ihm wirklich was anhaben kann. Gleichzeitig hast du halt immer einen guten Poke. Also es funktioniert jetzt ziemlich gut für Scarface. Aber ESG lässt sich Zeit. Und Zeit kommt natürlich auch dem Vladimir zugute. Auch wenn er farmmäßig immer noch um 30 hinten liegt. Frozen Mallet ist fertiggestellt. Damit kann man sich jetzt auch wieder frisch auf die Lame geben. Und jetzt wird es halt noch unangenehmer für Vladimir. Er hat halt bisher nur die Ninja-Tabi als Rüstung. Und die sind schon gut gegen den Nah, aber sie werden ihm nicht viel helfen. Wenn er zu weit vom Tower weggeht und dann die verlangsamenden Auto-Attacks kommen von Nah, dann ist halt over. Die Set schon. Oh, das sieht nicht gut aus für Karma. Das war ein Catch für Attempting to Reconnect. Kleiner Fehler von ESG. Die war noch nicht ganz wieder richtig positioniert, aber Attempting to Reconnect nutzt das Ganze gut aus gerade. Das Binding nochmal für den Liandrit hier an der Stelle. Man kann nicht folgen. Vor allem die Set Schuld ist raus. Also eigentlich ist die beste Combo, die du um einzelne Leute zu catchen hier hast, Set Schuld und halt der Bein von Morgana. Vor allem am besten erst die Ult von Sejuani und dann den Bind, weil der Bind super lange hält, aber ziemlich geboostet ist, was die Flugzeit angeht.
Es geht natürlich immer noch um den Baron. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass ESG den nicht anfängt. Also sie hätten jetzt halt ein paar Mal die Gelegenheit dazu gehabt. So haben die Gegner zweimal Teleport und ist auch ready. Aber du hast die Möglichkeit eigentlich hier den Baron anzufangen und dann halt wieder abzubrechen. Ist natürlich schwer ohne einen Tank. Klar. Du willst halt, wenn möglich, einen Nah haben. Aber dadurch, dass du ihn hier gerade im Split-Push hast und die Gegner halt dadurch zwingst, sich aufzuteilen und Free-Tower-Damage zu kassieren, wäre es halt machbar. Du hast Karma mit einem guten Schild, also es wäre möglich gewesen. Ist nur ein bisschen risky. Und so wie es aussieht, will sich ESG erstmal nicht zu weit nach vorne wagen und keine zu riskanten Plays machen. Nächster Drache ist natürlich auch ab. Die Gegner bewegen sich schon mal hin. Und jetzt wieder der Engage-Versuch. Diesmal geht die Ult von Sejuani daneben. Man kann sich natürlich in Sicherheit bringen. Aber wer dran glauben muss, ist diesmal der AD-Carry genauso wie der Support. Da hat ESG gut reagiert. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit zu pushen. Botlane-Tower wird nicht lange halten. Damit ist der Inhib auch offen. Zu fünft haben die Gegner da keine Chance, irgendwas gegen zu machen. Kirito versucht nochmal die Wave ein bisschen zu clearen. Will weg. Wird auch nicht gesnared durch den Flash. Aber der Turm ist down und damit der Inhibitor offen. Und jetzt natürlich die Möglichkeit hier für ESG, sich den Drachen zu holen. Baron könnte man auch machen. Man liegt halt gerade gut genug vorne, aber die Gegner sind rechtzeitig wieder ready. Wahrscheinlich wird man sich da wieder so ein bisschen auf Nummer sicher setzen wollen. Okay, Ezreal kommt nicht mit rüber. Er hat ja zum Glück den Blink, um hinterher zu kommen. Und das ist der Feuerdrache. Höllendrache hier natürlich extrem gut, weil die Leute mit den Werten scaling-mäßig noch ein bisschen was anfangen können. Du bekommst ja nicht insgesamt 8% mehr Damage, sondern deine Werte gehen halt hoch. Was natürlich auch Schaden ist, klar, aber es kommt auf die Verwertung an. Allgemein ist mehr Damage immer besser. Und wie Solas Rechnung jetzt wahrscheinlich wieder wäre, wenn du 8% bekommst, bekommt der Gegner ja keine 8%. Und das heißt, du bist praktisch 16% vor. Mathematik von Sola. Und ESG trappt schon wieder. Sie hoffen halt drauf, dass die Gegner immer rankommen und sich so ein bisschen um den Baron und die Vision sorgen. Aber da Attempting to Reconnect das nicht macht, verbraucht man gerade sehr viel Zeit. Man muss sagen, die Waves sind auch gerade pushmäßig nicht so perfekt für sie. Da hat Attempting to Reconnect gute Vorarbeit geleistet, den sie rausgepusht haben. Aber so Baron wäre halt schon drin gewesen. Vor allem, weil Nah jetzt auch auf der Toplane ist. Botlane pusht von sich aus durch die Supervasallen. Da hat sie die Möglichkeit zu gehabt. Man will aber doch lieber fighten. Nutzt hier die Ult von Karma, um ein bisschen Movement Speed zu kriegen. Kommt nicht dran. Auch die Ash-Ult trifft zwar, aber ist zu weit weg, als dass man da followen könnte. Und damit hier wieder der Weg nach hinten. Don Arzt mit dem Movement Speed wird gebindet und man kommt wieder nicht an die Gegner. Da fehlt so ein bisschen der CC. Also du hast bei ESG, ähnlich wie bei Attempting to Reconnect, eine sichere Engage-Möglichkeit über eine Distanz-Ult. Bei Setshu zum Beispiel ist es halt ihr Ultimate, bei Ashe ist es der Pfeil. Wenn der nicht trifft, kommst du meistens noch raus, ohne selbst das zu verlieren. Aber man basiert halt gerade sehr auf diesem Engage. Nas war natürlich eine Möglichkeit, aber der wird halt auch zum Splitten genutzt. Und Kirito ist da ein bisschen weit drin, wollte den Baron verteidigen, schafft es jetzt nicht mehr. Die Shockwave ist gut, auch der Knockback von Scarface nicht schlecht gemacht. Und da holt man sich die nächsten Kills. Ezreal, Triple Kill, der freut sich natürlich ordentlich. Flash funktioniert nicht über diese Distanz, über die Wand. Und das sollte das Game sein für ESG. Man hat den Baron-Buff, man hat auf der Botlane schon die Supervasallen, Toplane kommt auch eine ziemlich gute Wave. Und damit wird man dieses Spiel vielleicht, was heißt vielleicht, eigentlich schon beenden können. Es sind noch 20 Sekunden, bis die Gegner wieder da sind. Die Vasallen tanken das Ganze gut runter. Erster Nexus Tower down, zweiter fällt jetzt auch. Und damit ist es das 2:0 heute. Doch schon ziemlich eindeutig. Auch ein 14.000er Goldvorsprung am Ende. Man hätte es vielleicht ein bisschen früher beenden können. Aber auf jeden Fall GG well played, würde ich mal sagen. Victory, ja, ich bewege den Bildschirm noch ein bisschen hin und her. So, ich werde mal ganz schnell auf mich noch switchen. Ist natürlich immer ein bisschen
suboptimal, aber egal. Das erste Spiel, was wir übertragen haben, ist vorbei, ist weiter am heutigen Tag. Wir haben gleich aber noch eine komplette Begegnung für euch, und zwar werden das ATN gegen AG sein. Die sind dann gleich auch noch am Start. Vorher machen wir jetzt eine kurze Pause, 3 Minuten oder so ungefähr. Es wird nicht so lang, keine Sorge, ihr hattet heute schon genug Pausenscreen, auf jeden Fall. Es wird auch die wunderbare, wo habe ich sie? Hier, die wunderbare ESL-Werbung sein. Also ganz entspannt, holt euch vielleicht einen Happen zu essen, einen Schluck zu trinken. Wir haben noch 2 Games vor uns. Mal gucken, ob die auch so eindeutig aussehen werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bleibt dran, bis gleich. Bumper. Bum.